Hallo ihr Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Ich hatte nach meinem letzten Video mega viel Feedback von euch. Erstmal danke dafür, danke für so viele liebe Worte von euch. Es hat mich echt glücklich gemacht. Aber ich hatte auch sehr oft die Frage, so Donny, du strahlst voll. Viele von euch haben sich meine letzten Videos angeschaut vorher und das Video vom letzten Mal und gesagt, du strahlst. Und woran liegt das? Was hast du anders gemacht? Und ich habe halt mein Video angeguckt, dachte mir, okay, zum einen kann es wahrscheinlich am gelben Hintergrund liegen, es kann vielleicht an meinem Make-up liegen, aber dann ist mir eingefallen, weil ich hatte euch ja 3 Monate nicht dazu geupdatet, ich habe ein bisschen meine Ernährung umgestellt und ich glaube, das ist nicht so ganz unschuldig, weil das damit hängt voll viel zusammen. Ich habe mich entschieden, so mindestens 3 Tage die Woche vegan zu leben, aber auch in diesen 3 Tagen vegan, glutenfrei, soja-free und weißen Zuckerfree. Okay, es hört sich für den einen oder anderen etwas so creepy-mäßig an, weil er sich denkt, ja, was ist überhaupt noch in den 3 Tagen? Ich habe das angefangen, glaube ich, Mitte Oktober oder Ende Oktober, weil ich gesagt habe, hey, ich fühle mich in letzter Zeit sehr oft müde, kann vielleicht auch an der dunklen Jahreszeit liegen. Und by the way, falls ihr im Hintergrund Geräusche hört, ich bin nicht hier alleine, das ist total normal. Nur damit ihr Bescheid wisst, nicht, dass ihr mir in den Kommentaren schreibt, es ruschelt bei dir im Hintergrund, das ist creepy, nee, der ist die Person. Auf jeden Fall hatte ich, wie schon gesagt, Mitte Oktober mich entschieden, etwas umzustellen, weil ich kam mir immer so müde vor, egal wie viel ich geschlafen habe. Und es liegt auch nicht an meiner Mutterrolle, es liegt auch nicht an meinem Job, es liegt nicht an meinem Stress, weil mir geht's gut, mental alles toll, positiv, glücklich als mögliche, aber ich habe mich so müde gefühlt, dass ich halt irgendwann zum Arzt gegangen bin und gefragt habe, hey, habe ich irgendwas? Und der Arzt hat gesagt, nee, bei dir ist alles in Ordnung. Du könntest vielleicht mal die ein oder andere Ernährungssachen für dich ausprobieren. Vielleicht, ja, tut es dir einfach gut. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist das erste Mal, wo ich mich damit beschäftigt habe. Wer mir auf dem Vlog-Kanal folgt, der weiß, dass ich mich immer schon gesund ernähre. Ich liebe auch Schokolade und ich liebe auch Törtchen, ich liebe auch alles, ja, und ich genieße das auch alles. Aber ich versuche mich halt über den Tag verteilt gesund zu ernähren. Es liegt auch daran, dass meine Eltern immer gesund gekocht haben. Es ist einfach so. Wir sind in so einem Haushalt aufgewachsen. Und man nimmt das, man adaptiert das so für sich, entwickelt das weiter. Und auch dadurch, dass ich meinen Kleinen habe, versuche auch immer etwas Gesundes zu kochen. Die nächste Stufe war aber für mich so, das mal 3 Tage die Woche auszuprobieren. Ich bin aber ein Mensch, ich möchte mich nicht drauf festnageln, dass ich sage, ich label mich, indem ich sage, vegan. Nein, das sage ich nicht, sondern es... Ich wollte es einfach nur 3 Tage die Woche für mich ausprobieren, weil ich kenne mich, eine komplette Woche schaffe ich nicht. Das bedeutet 24/7 vegan, glutenfree, weißer zuckerfrei, funktioniert nicht. Also für mich, zum jetzigen Status in meinem Leben, möchte ich und will ich das nicht. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht in 5 Jahren rückblickend sage, oh, hätte ich viel früher anfangen müssen, oh, ich bin vegan, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall jetzt nur 3 Tage die Woche. Habe das so einen Monat komplett alleine gemacht, dann habe ich irgendwie Mitte November Haven mitgezogen, weil er gesehen hat, boah, meine Frau hat plötzlich eine bessere Haut bekommen. Es liegt auch definitiv daran und nicht, dass ich irgendwie auch noch so tolle Produkte dazu bekommen habe. Klar, die Pflege ist wichtig und ich habe auch ein paar Sachen täglich morgens so für mich getrunken, weil meine Eltern... Die haben mir so ein paar Geheimrezepte von sich gegeben, weil, ja, wer meinen Papa kennt, der ist über 70 und hat wenig graue Haare. Und meine Mama ist auch, ja, über 50 und sieht noch young and fresh aus. Und es ist nicht nur die Genetik, sondern auch ihre Ernährung. Ich habe Haytham mitgezogen. Er hat dann auch angefangen, so 3 Tage die Woche, vegan, glutenfree, was soja sojafree und was habe ich noch gesagt, weißen zuckerfrei zu essen. Aber ich habe halt gemerkt, es ist so psychologisch. Wenn ich, also in dem ersten Monat von Mitte Oktober bis Mitte November, wo ich das für mich gemacht habe, hatte wirklich mein Essen angeguckt, als wäre es vom anderen Stern. Als müsste er mich bemitleiden, weil Haytham so ein Mensch ist, der isst halt ordentlich und gern und so. Und für ihn war das so... Oh mein Gott, die Kleine isst so Hasenfutter die ganze Zeit. Aber ich habe, muss ich ehrlich sagen, im ersten Monat in diesen 3 Tagen sehr oft gezweifelt, weil ich habe ganz, ganz viele Produkte auf dem Markt gekauft und dachte mir, oh, das ist doch gar nicht so schlimm. Gehst du in dieses Reformhaus, in dieses Bioladen, gehst du zum Real, Aldi, Lidl, irgendwas, gibt es bestimmt.
Leute, in dem ersten Monat, es war für mich sehr, sehr schwer, es hat nichts geschmeckt, es hat alles nach Karton geschmeckt, es war, wenn dann vielleicht mit, sogar mit Geschmacksverstärkern drin, und das war ja nicht der Sinn der Sache, dass ich mich so ernähre und dann Produkte nehme, die all das wegen soy-free und zuckerfrei haben, aber dann mit Geschmacksverstärker vollgepumpt sind, das wollte ich dann halt auch nicht, sodass ich angefangen habe, mich zu beschäftigen. Ich habe mega viele Rezepte gemacht, die gefailt sind. Oh Gott, wie oft stand ich in der Küche und habe geflucht. Weil ich Mensch bin, ich esse ganz, ganz viel. Ich bin kein Mensch, der so kleine Portionen isst. Ich bin auch jemand, der beim Sternekoch, wenn er essen würde, glaube ich, verzweifeln würde, weil ich mit diesen Mini-Portionen nichts anfangen kann. Ich brauche ordentliches Essen, was mich satt macht. Also habe ich mich damit angefangen zu beschäftigen. Meine Eltern haben auch mitbekommen, dass ich mich 3 Tage die Woche so ernähre. Meine Mutter hat irgendwie Gefallen dran gefunden, mich auch in dieser Hinsicht zu unterstützen. Hat angefangen zu gucken, welches Brot kann die Donja essen. Weil wer mich auch kennt, der weiß, ich feschbar für mein Leben gern. So einen richtigen Feschbar-Brunch, da muss von allem etwas dabei sein. Paprika, Oliven, früher Schafskäse, alles mögliche. Aber das konnte ich halt in dieser Ernährungsform nicht. Weil ich es halt für mich gemacht habe. Und ich hatte wirklich den Struggle. Ich konnte keine Brote mehr essen. Ich kam mir vor, ich bin auf Brotentzug in den 3 Tagen. Ohne Brot, no life. So kam ich mir auch vor. Es war nicht so einfach, dass ich sehr oft gedacht habe, hey, ich kann das nicht. Hätte ich mich nur entschieden, nur vegan zu leben, glaube ich, wäre es für mich kein Problem. Gemüse und so ist alles easy. Aber wegen glutenfree, soy-free und weiße Zucker, dachte mir auch manchmal, was habe ich mir da angetan? Und warum beweist du dir das selber die 3 Tage? Gut, das Ganze hat gestartet. Ich habe helfen Rezepte plötzlich gekocht, wo er gedacht hat, es sieht aus, als wäre da Fleisch drin. Es schmeckt deftig, es schmeckt lecker. Sodass er angefangen hat, Dinge zu essen und dazu mir gesagt hat, Donja, das schmeckt so gut. Bist du sicher, dass das nicht drin ist? Ich so, nein, das ist nicht drin. Also hat er Mitte November auch diese 3 Tage für sich adaptiert. Und nur meinen kleinen Mika wollte ich das nicht, weil ich der Meinung bin, kleine Kinder sollen alles essen, worauf sie Bock haben. Und da Mika eh nicht der größte Esser ist, bin ich froh, wenn der Kleine überhaupt was isst. Wobei er von Grund auf eh wenig Fleisch isst. Er mag nur seine Wienerle und seine Salami. Das ist die einzige Form von Fleisch, die er isst. Früher hat er noch Hackfleisch gegessen, aber er mag kein Fisch, kein Fleisch. Kann man bei ihm alles vergessen. Und wehe, in der Soße ist Fleisch drin. Das schmeckt er raus, dieser kleine Stinker. Aber Wienerchen und Salami geht. Alles andere biete ich ihm an, sei es Käse, sei es Brot, er isst das alles. Also nur meinem Kleinen habe ich das nicht, ja, angetan? Angetan würde es so heißen, als würde ich ihn zu etwas zwingen. Nein, ich habe es ihm halt immer wieder angeboten, was ich essen wollte, aber, und er gekocht habe, aber er ist jetzt nicht, er ist ein Kind. Ich bin froh, wenn er eine Kiwi, eine Banane, ein Brot mit Frischkäse isst, das bin ich schon zufrieden. Also das ist ein Kind und Nudeln mit Butter ist sowieso sein Leben momentan und Nudeln mit Pesto, das ist ein Kind. Habe ich da außen vor gelassen. Gut, ich habe mega viel ausgeholt, weil ich dachte, ich muss euch mal auch was dazu erzählen. Ich glaube, dass definitiv diese Art der Ernährungsform unter der Woche viel dazu geführt hat, dass ich irgendwie noch was anderes ausstrahle. Und es hat aber auch zur Folge, dass ich abgenommen habe. Jetzt werden viele zu mir sagen, wie konntest du im letzten Video sagen, steh zu dir selber, und ein Video später sagst du, du hast durch die Ernährungsform abgenommen. Das war Nebenerscheinung. Ich hatte das gar nicht geplant, weil wer mich kennt, weiß, ich möchte nicht abnehmen. Ich möchte so, wie ich bin, fest werden. Ich möchte nicht an Volumen verlieren. Das ist für mich gruselig. Ich will diese Schenkel haben und diese Brust und diesen Bauch, aber in fester Form. Es ist mein Schönheitsideal. Nur es war halt zwangsläufig so, dass ich irgendwie abgenommen hatte. Es haben auch ganz viele, ich weiß noch, ich war auf der Maybelline Show, da hatten mich, glaube ich, viele 3 Monate nicht gesehen. Die war Mitte Januar. Und so viele Kollegen von mir haben zu mir gesagt, was hast du gemacht? Du siehst so gut aus. Girl, du hast schon lange nicht mehr so ausgesehen. Das Kleid steht dir. Und ich wusste nie, was ich sagen sollte. So, Leute, ich habe einfach nur 3 Tage meine Ernährung umgestellt. So, das, was du gemacht hast, möchte ich auch machen. Und dachte mir, okay. Jetzt habt ihr es da draußen auch gemerkt. Jetzt habe ich es für mich gemerkt. Alles gut. Und irgendwas muss ich ja gemacht haben. Und wenn es mir so gut getan hat, dachte ich mir, ich drehe ein Video dazu und spreche mit euch drüber. Oh mein Gott, wir sind schon bei 9 Minuten oder fast 10 Minuten. Ich wollte euch eigentlich noch ein paar Produkte zeigen. Also es wird wahrscheinlich ein längeres Video. Oder ich teile es in 2 Videos auf. Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall hat es mir sehr gut getan. Ich strahle von innen heraus. Ich habe kaum noch Pickel. Natürlich einmal im Monat entstehen bei manchen Frauen Pickeln. Ich gehöre auch dazu. Es ist vielleicht noch ein Vulkan oder 2. Es sind keine 1000 Vulkane mehr. Wer mich kennt von früher, weiß, ich habe unter Akne gelitten. Und wie schon gesagt, ich fühle mich
glücklich, ich fühle mich voller Energie. Mir macht es nichts mehr aus, wenn Mika mal heute eine Nacht hatte, wie vorgestern, wo er einfach gemeint hat, er müsste um 22 Uhr einschlafen, um 2 Uhr wieder Party machen bis um 4 Uhr morgens, weil er nicht schlafen konnte und ich aber über den Tag verteilt den Alltag weitermachen muss. Also ich fühle mich nicht so müde. Parallel dazu habe ich auch angefangen Sport zu machen, aber ich sage es euch ehrlich, ich bin noch lange nicht in meiner Routine drin. Ich, wenn es hochkommt mit dem Kleinen, schaffe ich es gerade nur einmal die Woche. Also das ist so das Ehrlichste, was ich sagen kann. Ich könnte jetzt aber auch dran stehen und sagen, also ich habe die Ernährung gestellt, ich habe angefangen Sport zu machen. Nein, also bei mir wirklich einmal die Woche, weil wenn ich angefangen habe zu squatten oder so zu Hause, springt Mika auf mich drauf und will mitmachen. Also es ist einfach so, wir fangen mal langsam an. Ja, das ist so das, was mich in letzter Zeit beschäftigt hat. Das hat aber auch dazu geführt, dass ich und meine komplette Familie, meine Eltern mich unterstützt haben, angefangen haben zu recherchieren, welche Produkte gibt es, was kann man da noch alles machen. Rezepte und meine Mutter, also ich habe wirklich, bin verzweifelt an Brot. Ihr wisst, es war für mich so, also ihr wisst es jetzt, nachdem ich es euch gesagt habe, es wäre für mich ganz, ganz schwierig, kein Brot zu finden. Und dann habe ich eine Brotsorte gefunden und meine Mama hat angefangen zu backen, weil sie gesagt hat, Hefe ist glutenfrei, nimm keine Biohefe, weil die ist manchmal mit Gluten. Wenn du das machen willst, ich backe dir ein Maisbrot, ein Buchweizenbrot und ich so, Buchweizen bitte, was? Was ist Buchweizen? Und dann habe ich mich halt damit beschäftigt, bis ich festgestellt habe, man kann Buchweizen in DM kaufen. Es gibt so viele Sachen in der Drogerie, die genau dieser Ernährung entsprechen, die ich für mich festgestellt habe, es muss nicht teuer sein, es geht auch so. Ich zeige euch jetzt aber ein paar Sachen, weil ich glaube, es wird sonst zu lang. Vielleicht teile ich das in ein anderes Video auf. So Leute, ich zeige euch mal, wie Buchweizen in Wahrheit aussieht. Also Buchweizen sieht so aus, das habe ich jetzt aber von einem Online-Shop. Und Buchweizen ist praktisch wie, also eine Art von einer Pflanze, mit der man aber backen kann, mit der man Pfannkuchen machen kann. Es gibt das Mehl in den DM, ich habe es jetzt nicht im Drossmann oder so gesehen. Damit kann man ganz viel machen. Man sollte die geschälte Variante kaufen, weil wegen ganz vielen anderen Dingen. Ich kann euch das mal in einem separaten Video dazu erzählen, wenn es euch interessiert. Ja, auf jeden Fall, das habe ich in meine Ernährung mit aufgenommen. Dann hat mir Mama ein Maisbrot gebacken. Das sieht so aus, ist noch schön in der Tüte von der Mama. Das hat sie nämlich am Wochenende für mich gemacht, weil sie gesagt hat, ich möchte, dass meine Tochter wieder festspannen kann, auch in diesen 3 Tagen. Es sind viele tolle neue Rezepte entstanden. Ich habe gestruggelt, weil ich meine geliebte Sojasauce, mit der ich fast alles reingetunkt habe, vermisst habe in den 3 Tagen. Also habe ich mich auf Amazon umgeschaut und habe jetzt, ich zeige jetzt noch ein paar Produkte, dann hatte ich das aber hier. Dann habe ich weitere Produkte gefunden und zwar ist es aus Kokosnuss, auch sowas wie eine Art Sojasauce, gluten-free, organic, vegan, bla bla bla. Und ich habe gemerkt, also es geht schon, wenn man möchte. Man muss nur suchen. Ich habe neue Mehlsorten für mich entdeckt, Maniokmehl, andere Mehlsorten. Es ist eine Umstellung, weil man die Küche ein bisschen umstellen muss. Aber es geht. Und ich glaube, ich werde auch hier an dieser Stelle das Video auch beenden, sonst wird es zu lang. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, ob ihr von mir ein Video haben wollt zu den ganzen Produkten, die ich für diese 3 Tage in der Woche für mich entdeckt habe. Vielleicht wollt ihr in Zukunft auch Rezepte dazu sehen. Schreibt es mir auch in die Kommentare. Es würde mich mega freuen. Ja, das ist so praktisch so einer meiner Geheimnisse, wie ihr das nennt, die ich jetzt in letzter Zeit... Geheimnis, das war jetzt kein Deutsch, aber Dinge, die ich verändert habe, so für mich. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich deshalb so ausstrahle und glücklich wirke. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat es mir und meine Haare und meine Haut und so gut getan. Versucht es mal auch zu Hause, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr keine 3 Tage macht, dann versucht einen halben Tag. Versucht mal einen Tag in der Woche. Probiert es für euch aus, weil nur wer probiert, kann dann am Ende sagen, ist nichts für mich oder ist doch. Ich habe einen der größten Fastfood und Fleisch essenden Menschen dazu bekommen, freiwillig 3 Tage mitzumachen. Wobei helfen ihm immer wieder, wenn es ihn dann nervt, trotzdem seinen Käse auspackt oder so. Was ja gut, man soll sich nur nicht so festnageln. Ihm geht's besser, er wirkt jünger, ich wirke irgendwie auch jünger, sagen viele. Ich denke, es so ist so. Ja, sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Ich freue mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt dem Video eine Art Daumen hoch, eine Art? Daumen hoch oder ein Feedback. Merci beaucoup und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.